Hey und willkommen zu diesem Vlog. Ich habe absolut keine Ahnung, ob ihr schon irgendwas hier vorher gesehen habt, ob ich irgendwelche Sequenzen eingeblendet habe oder nicht. Da dieser Tag komplett anders verlaufen ist, als er geplant war. Herzlich willkommen. Ich bin auf Rhodos. Es ist Nacht. Ich hätte eigentlich um 14 Uhr, 15 Uhr ankommen sollen, da hätte es noch hell sein sollen. Wir hatten allerdings 3 Stunden Verspätung und deswegen sind wir jetzt hier, haben noch einen kurzen Trip in die Altstadt gemacht. Und ja, irgendwie habe ich die ganze Zeit über vergessen zu filmen, beziehungsweise war so fertig und wollte einfach nur essen, dass ich es erst jetzt im Hotel geschafft habe, wirklich die Kamera rauszuholen. Was euch hier erwarten wird in diesem Vlog, kann ich euch leider noch überhaupt nicht sagen. Ich bin hier auf Kurztrip mit meiner besten Freundin. Und wir sind einfach über das verlängerte Wochenende jetzt hier und genießen so ein bisschen ja, Entspannung und das bisschen bessere Wetter als daheim. Und dann würde ich sagen, war es das für heute, weil wie gesagt, es ist schon relativ spät. Aber er hätte gesagt, wir hören uns und sehen uns vor allem einfach morgen wieder. Balkon aus, da hier einfach mit Abstand das beste Licht ist. Ich hoffe nur, es ist nicht zu laut. Das Wetter ist unfassbar schön. Ich weiß gar nicht, wie gut ihr das erkennen könnt, sehen könnt. Das ist übrigens unser Ausblick. Wir haben alles gepostet, also wir werden uns bestimmt auch mal an dem Pool liegen. Aber wenn wir schon da sind, dann werden wir vermutlich eher am Strand sein. Der Strand ist so ein paar Gehminuten von hier entfernt. Ich hoffe, wir finden ihn, auch ohne Navi. Denn unser Herweg zum Hotel von der Hauptstraße aus ist doch ein bisschen einmal hier um die Ecke, einmal da um die Ecke verwirrend. Dafür sind wir wenigstens nicht direkt an der Hauptstraße, was es ein bisschen leiser macht, weil dort war es zumindest abends doch extrem laut. Also wie wir da so um 21 Uhr vorbeigegangen sind, waren wir so, oh wow, Gott sei Dank haben wir dort kein Hotel genommen oder dann hätten wir es irgendwo ganz weit oben haben müssen, wo die Lautstärke nicht so hoch ist. Aber gut, das war's jetzt mal und dann sehen wir uns später wieder. So, wir haben es jetzt auch endlich an den Strand geschafft. Ich hoffe, dass es mit dem Wind halbwegs in Ordnung ist und dass man was hört, weil ich leider kein externes Mikro mit habe. Aber es sollte schon passen. Auch meine Kameraaufbereitung hier im Sand ist bombastisch gelöst. Ich werde euch dann gleich, glaube ich, noch ein paar Strandimpressionen zeigen. Wir haben auch schon ein paar Fotos gemacht, wir waren essen und jetzt chillen wir einfach ein bisschen im Sand. Wir entspannen uns jetzt ein bisschen und lesen. Dann werden wir voraussichtlich eh wieder was essen gehen, weil dieser ganze Urlaub, glaube ich, aus Strand, Schlafen, Essen, Lesen besteht. Deswegen weiß ich nur nicht, ob dieser Vlog sonderlich interessant für euch ist, aber ihr wolltet Vlogs, ihr wolltet Dinge aus meinem Leben und das bekommt ihr hier mit. Das Essen war dezent zu viel, aber wir haben es sogar halbwegs hinbekommen. Das alles war ein Regelfall. Wir waren ganz gut, ja. Es ist jetzt 11, glaube ich. Es ist 10:30. Halb also, aber naja, hier ist es 10:30. Ja, dann ist es hier 11:30, weil Zeitverschiebung. Und wir werden uns jetzt noch ganz kurz in die Lobby setzen mit WLAN, weil das nicht bis aufs Zimmer rauf reicht. Mal sehen, was wir so den Tag über verpasst haben. Und dann uns wahrscheinlich einfach schlafen legen. Und ja, den zweiten Tag genießen. Lichtverhältnisse sind ein Traum oder so. Ja, das ist die Einstellung, die für den Strand gedacht ist und man sieht trotzdem nichts. Schön. Guten Morgen, kann man inzwischen eigentlich schon gar nicht mehr sagen, denn wir haben 2, 3, irgendwie sowas, liegen am Strand, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Und haben auch gefrühstückt, haben sogar schon fast wieder Mittag gegessen und haben uns jetzt mal so eine Liege gegönnt, nachdem wir gestern ja den Tag
im Sand verbracht haben, wollten wir mal diese Dinger hier ausprobieren, weil das sind eben keine typischen Liegen, sondern das sind so Säcke, wie diese Sitzsäcke. Also sind super bequem und eben nicht so hart wie diese ganzen Liegen. Wir dachten erst, die wären unfassbar heiß. Ich musste dann jetzt nochmal in der Sonne ausprobieren, mal sehen, wie sich dann anfühlt. Also im Schatten sind sie auf jeden Fall sehr, sehr bequem. Ja, sie passen zwar farblich nicht ganz zu meinem Tuch und allem dazu, aber das ist mir jetzt auch egal. Und sonst chillen wir hier in der ersten Reihe am Strand. Mal gucken, ob ich euch das jetzt auch zeigen kann, weil es sind irgendwie gerade recht viele Leute am Strand, aber ja, sieht man was? Das ist alles, die Lichtverhältnisse sind bombastisch. Was wir heute auch noch gemacht haben, wo wir vergessen haben, euch mitzunehmen, weil es auch in diesem Geschäft irgendwie ein bisschen wo wir ein bisschen unter Beobachtung standen die ganze Zeit, weil wir waren shoppen, haben uns ein bisschen was gekauft. Kann ich euch vielleicht nachher auch nochmal zeigen. Eine kleine Modenschau machen. Haul. Ansonsten sind wir am Überlegen, ob wir uns einfach Cocktails oder so an den Strand liefern lassen. Das kann man hier nämlich. Das ist alles recht nett. Ja. Und dann würde ich sagen, ich chille nochmal ein bisschen. Ach, genau, das wollte ich euch erzählen. Wir haben auch wunderschönen Schmuck. Wir wurden nämlich gerade besucht von einem sehr netten Herrn. Und haben jetzt beide im Partnerlook so tolle Bändchen, weil wir nicht in der Lage waren, uns dagegen zu wehren. Das fühlt sich an wie eine Fußfessel. Ein bisschen. Also wir stehen drauf. Ich weiß, dass unsere Herren zu Hause noch viel mehr drauf stehen werden, vor allem auf die Farbkombinationen. Aber es ist lustig, wir haben schon ein paar Fotos gemacht. Das muss definitiv auf Instagram. Ja, aber er war sehr, sehr lieb. Wir haben noch ein paar Armbändchen gekauft. Ja, ja, er liebt uns beide. Sie lieben uns generell alle hier. Das ist das Los, wenn man als Frauen zu zweit Urlaub macht. Dann lieben einen alle Männer. Aber immerhin fragen sie eigentlich alle, ob wir Boyfriends haben. Ja. Ja, und aus England sind. Und aus England sind. Wir sind nämlich so blass, dass sie uns die ganze Zeit für Briten halten. Nämlich noch bevor wir ein Wort gesagt haben, so, ja, ja, sie kommen aus England. Man kann es auch als Kompliment für unser Englisch nehmen. Ja, ja. Aber er hat wirklich einfach direkt gefragt, ob wir aus England sind, bevor wir ein Wort gesagt haben. Also ich glaube, es liegt doch eher daran, dass wir so blass sind. Vielleicht schauen wir auch einfach nur böse genug. Es stimmt, ja. Wäre eine Überlegung wert. Naja, gut, wir chillen hier ein bisschen und melden uns dann später wieder. Diese Frisur ist, ja, das passiert mit Haaren, wenn sie im Salzwasser waren. Naja, kann ich nicht viel dran ändern. Wir haben jetzt schon unser erstes kleines Fotoshooting beendet, deswegen habe ich auch jetzt was anderes an. Ich bin umgezogen, oder wir haben uns umgezogen und machen jetzt noch ein paar Fotos mit dieser Kulisse hier. Emilia sucht gerade schon die passende Location, um ein Foto von ihr zu machen. Und dann werden wir vermutlich noch da hinüber spazieren, irgendwie in die Richtung, und ein paar Steine noch Bilder machen. Und dann geht's für uns aufs Zimmer. Und dort werden wir uns wahrscheinlich duschen, fertig machen zum Abendessen. Und heute Abend werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen feiern gehen. Wir haben noch nicht ganz rausgefunden, was es hier so gibt. Ich glaube, dass ich die Kamera auch zu Hause lassen werde für den einen Abend. Aber wir haben uns gedacht, wir gönnen uns das heute mal und machen ein bisschen Party, nachdem der Urlaub ja eigentlich ein bisschen Entspannung sein sollte. Aber Party geht immer, oder? Hä? Party geht immer. Party geht absolut immer. Ja, das heißt, ich habe mir auch schon überlegt, je nachdem wie viele Leute da hinten sind, werde ich vielleicht die Kamera kurz aufstellen und euch zeigen, wie so unsere Fotoshootings ablaufen. Ja, und werde ich vielleicht so eine kleine Fotomontage, Bildmontage machen. Ja, der Hintergrund ist doch auch wirklich nett, oder? Also vielleicht werden da auch noch ein paar Fotos entstehen. Ihr werdet es dann sehen, spätestens auf Instagram. Schleichwerbung. Folgt mir doch gerne auf Instagram, wenn ihr es noch nicht tut. Und Emilia könnt ihr auch gerne folgen. Ich glaube, da hat sie auch kein Problem mit. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau jetzt mein Kamera.
Kamera Akku ausgegangen, aber nur damit ihr mal seht, wie real. Ja, ich hoffe, er überfährt sie nicht. Wie toll es aussieht, wenn wir Fotos machen. Ja, es werden keine Kosten und Mühen gescheut. Also wir haben alles im Griff. Ja, absolut. Also wir machen jetzt weiter so Fotos. Ja. Keine Ahnung. Guten Morgen, beziehungsweise es ist eigentlich schon wieder eher Mittag, weil wir es einfach nicht früh aus dem Bett geschafft haben. Wir haben dann gestern ganz vergessen weiter zu filmen, weil es einfach so lustig war. Und es fällt mir einfach so schwer, dass wenn ich im Moment bin, wenn was Lustiges passiert, die Kamera raushole. Deswegen haben wir auch unsere gesamte Partynacht überhaupt nicht gefilmt, weil ich einfach nicht drüber nachdenke, sondern weil ich dann so in dem Moment bin, dass ich nicht drüber nachdenke, ach ja, Kamera hier. Das fällt mir dann immer nur in den Momenten ein, wo nichts Spannendes ist und wo es irgendwie eher langweilig ist. Und ich denke, ach ja, ich könnte jetzt filmen, ich habe gerade nichts zu tun. Da sieht man übrigens noch eine kleine Fotosession. Ich weiß leider nicht, wie viel von unserer Fototour, die wir da gemacht haben, wirklich aufgenommen wurde, weil ich irgendwann auf die Kamera geschaut habe und einfach kein Akku mehr da war. Deswegen werden wir das heute einfach nochmal probieren. Wir haben uns jetzt mal an den Strand, Pool gechillt, weil wir einfach so fertig waren von der Nacht, dass wir gesagt haben, wir bleiben jetzt mal hier. Wir haben so einen Eiskaffee. Wir chillen ein bisschen. Und dann, vermutlich wenn die Mittagshitze vorbei ist, werden wir uns ein bisschen wieder an den Strand begeben. Wie gesagt, vorher hier noch ein paar Fotos machen, da wir den Pool noch gar nicht ausprobiert haben. Und ja, dann Mittagessen sollten wir auch noch. Und dann ist es eigentlich eh schon wieder Abend. Und es ist unser letzter Abend, was auch ziemlich traurig ist. Aber ja, kann man nichts machen. Wir haben gerade schon ausgemacht, dass uns der Besitzer vom Hotel lieberweise zum Flughafen bringt, weil unser Flug um 6.30 Uhr morgens geht. Und wir nicht wussten, wie wir hier ein Taxi finden sollen. Und der Bus fährt um die Uhrzeit halt auch nicht mehr. Ja, deswegen bringt er uns um 4 in der Früh, juhu, zum Flughafen. Aber das ist super lieb von dir. Es ist wirklich extrem lieb. Weil die Besitzerin hat uns eh schon gefragt an den ersten Abenden. So, ja, Nele, bleibt ihr und wann fahrt ihr dann wieder? Und wie kommt ihr dann dahin? Oder wie wir auch hergekommen sind, wenn wir gemeint mit dem Bus. Dass wir uns eben auch die Stadt noch anschauen wollten. Und wir aber da schon gesehen haben, dass der letzte Bus irgendwann um 11 am Abend geht. Und es ist nett hier, aber es ist doch ein bisschen so kaffig, dass ich nicht wüsste, wo ich hier ein Taxi finden soll. Deswegen, bevor wir das dann nochmal herbestellen. Ich glaube, man findet hier auch keins. Nein, ich glaube, man findet hier wirklich keins. Es ist nicht unbedingt drauf ausgelegt. Ja, aber das war's jetzt mal. Wir bleiben hier noch ein bisschen sitzen und dann seht ihr vermutlich eh ein paar Fotosession-Aufnahmen behind the scenes, wie so die Instagram-Bilder entstehen. Jetzt wieder ein Weilchen am Strand rumgelegen und sind jetzt hier wieder auf Fotosession-Tour. Wenn man es genau nimmt, waren wir irgendwo da. Keine Ahnung, ob man das sinnvoll sieht. Ich werde sonst einfach mit einem Punkt markieren, wo wir am Strand gelegen sind und sind jetzt den ganzen Weg einmal noch eine Kurve da hinten bis hierher gekommen und klettern jetzt auf diesen Felsen so ein bisschen herum.
Was wir vorher auch gemacht haben, was wir leider nicht mitfilmen konnten, weil meine Kamera nicht wasserfest ist, was mich sehr ärgert, nachdem ich auch auf Lanzarote eigentlich sehr gerne eine GoPro gehabt hätte. Ich weiß nicht, wie gut man das da im Hintergrund erkennt. Ich versuche zur Not irgendwie ranzuzoomen. Aber seht ihr dieses kleine Bötchen da mit den Ringen, die es hinterher zieht? Das haben wir gemacht. Das ist unfassbar lustig. Wir wollten jetzt irgendwie noch was Spannendes machen in dem Urlaub. Und nachdem wir irgendwie beschlossen haben, dass wir sightseeing-technisch in Rhodos schon genug gesehen haben, also in der Altstadt, wollten wir jetzt irgendwie trotzdem noch ein bisschen Spaß haben. Deswegen haben wir da stattdessen, macht es eigentlich fast das gleiche wie Sightseeing. Also macht kaum einen Unterschied. Wir werden jetzt noch ein paar Fotos machen, dann wahrscheinlich shoppen gehen, weil wir brauchen noch ein paar Mitbringsel und Souvenirs. Und dann ist eigentlich eh schon wieder Zeit fürs Abendessen. Dann müssen wir packen, weil es ja heute Nacht wieder zurückgeht. Also wir gönnen uns dann mal. Ich konnte mich zwischen den ganzen Meeresfrüchten nicht entscheiden. Deswegen habe ich einfach mal alle genommen. Was hast du da? Melanzani mit Feta. Das ist auch gut. Wir haben Pommes und wir haben Feta. Und jetzt essen wir. So, ich melde mich auch noch mal kurz. Wir haben jetzt 10:30 am Abend. Wir waren gerade Abendessen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon gefilmt habe. Davor waren wir in so einem süßen Fischspa, an dem wir 100-mal vorbeigegangen sind. Und es gab echt viele davon. Aber es gab nur eines mit auch so coolen Leuchtwasserbecken. Und wir haben so oft darüber nachgedacht, uns da mal reinzusetzen, weil ich viel Gutes darüber gehört habe, weil diese Fische halt auch die Durchblutung fördern sollen etc. Und nachdem meine Füße einfach vom vielen Herumgehen so wehgetan haben, habe ich mir einfach gedacht, okay, für 5 Euro kannst du das echt mal machen. Und ich sage euch, diese 20 Minuten da sitzen und so kleine Fischchen an meinen Füßen zu haben, das war so derartig entspannend. Die Besitzerin war unfassbar niedlich. Ich habe, glaube ich, ihre ganze Lebensgeschichte erfahren, aber es war echt witzig und super angenehm. Massage gab es auch noch dazu. Ich werde mich wahrscheinlich vom Flughafen auch noch mal kurz melden, je nachdem in welcher psychischen Verfassung ich dann genau bin. Aber ich glaube, irgendwie so ein paar Sequenzen, spätestens in Athen, da haben wir nämlich einen Zwischenstopp, wird es dann doch geben. Ich weiß noch nicht, wie aufnahmefähig oder filmfähig ich um 4 Uhr morgens in der Früh bin, aber wie gesagt, irgendwann im Laufe unserer Reise nach Hause werde ich mich nochmal melden. Es ist jetzt 5. Wir sind jetzt im Flughafen, gefühlt viel zu früh, weil uns die ganze Zeit gesagt wurde, ja, wir müssen 2 Stunden Minimum vorher da sein, eher 3 Stunden, weil es wird so viel los sein. Es war auch unfassbar viel los, allerdings einfach unten beim Einchecken und wir haben extra vorher online eingecheckt und haben ja nur unsere kleinen Koffer, die wir ins Flugzeug mitnehmen können. Und deswegen sitzen wir jetzt hier schon am Gate mit ungefähr 3 anderen Menschen und warten darauf, dass in etwa 55 Minuten das Boarding losgeht. Und wir sind einfach tot. Unser Pech war, dass noch ein paar Gäste gekommen sind, mitten in der Nacht. So ungefähr um 2 wurden wir von sehr viel schreienden Menschen geweckt, schreienden Kindern. Woraufhin wir eigentlich bis 3.30 Uhr, als wir dann offiziell wieder aufstehen konnten, halb wach geblieben sind und gepackt haben. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt versuchen wir hier irgendwie ein bisschen zu schlafen und im Flugzeug zu schlafen. Ich habe keine Ahnung, ob nach dieser Einstellung noch irgendwas kommt. Voraussichtlich eher nicht, deswegen bereite ich mal diese Aufnahme vor uns. Sonst schneide ich es einfach raus. Ich wünsche euch dann auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ihr findet hier oder hier
weitere Videos von mir. Ich kann nicht denken, ich glaube eher hier. Und da könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Wenn ihr Videos sehen möchtet, wie ich wach bin, und nicht in diesem Halbschlafdelirium. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.